Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer Runde Ragfest. Wir spielen die Karriere weiter. In dem Next Car Game, wie es früher geheißen hat, haben wir vor der letzten Runde ein bisschen, das Auto ein bisschen schwach auf der Brust gewesen. Hat ein bisschen geschwächelt mit der Höchstgeschwindigkeit. Jetzt machen wir es mal klüger. Wir werden in unseren National Amateurs schauen, welchen Wagen wir da nehmen. Und können da eh nur den nehmen. Gleich mal schauen, wir haben etwas Kohle haben wir über. Ja, sind der nicht, was wir nehmen. Und versuchen da jetzt einfach mal durchzukommen. Jetzt kommt es mir eigentlich gerade, warte mal. Die Panzer mal runtergehen. Ah, ich hätte beim anderen die Panzer mit vorhin. Ma! So eine Scheiße. Na gut, wir probieren eine Runde. Ich schaue nämlich mal, ob wir da mehr Geschwindigkeit oder was brauchen, wenn wir die Strecke anschauen. So, zweimal die Kante, Beschleunigung, der Rest eigentlich hier. Höchstgeschwindigkeit, das eigentlich halbwegs in Ordnung ist bei der Killerbiene. Glaube ich jetzt. Also, es gibt jetzt so einige Wagen, also manchmal komme ich da auch durcheinander und weiß dann nicht mehr genau, der, was verwechselst du das irgendwie? Rosenheim Raceway, Hauptstrecke. Event 1 von 4, lass drei Gegner rausnehmen. Wenn da steht Event 1 von 4, gehe ich mal davon aus, dass ich sowieso weiterkomme. Hey, der rechts neben mir, sei es das mit meiner hat einen viel schöneren. Ja, Pizza, der hat mich auch. Ja, ja, ja. Wir werden die Strecke mal analysieren. Im Sinne von eher Beschleunigung oder eher Geschwindigkeit. Weil auf diesen normalen Rennen braucht es im Normalfall nicht die massivste Panzerung wie in einer Demolierungsarena. Weil da eben so vom Drängel da war. Aber nicht wirklich jetzt so, dass das alles ausgestellt. Das ist auch was gekommen. Irgendwie rutscht mein Auto ziemlich kleiner Ring auf dem Tisch. So, was haben wir von der vorher noch in Erinnerung? Das ist die Kasten. Ich habe die Abkürzung mal gefahren und dann Penalty gekriegt, weil ich gefahren bin. Also weil ich darüber hinaus gefahren bin. Vielleicht so abzubremsen, bitte fast Stillstand, wenn ich nicht die Beschleunigung habe, vermutlich jetzt. Aber außer die zwei Extremkurven ist, wenn sie nicht so schön sind. Die ganze Strecke. Das ist die Raffenkriegung gerade eigentlich. Und den holen wir sich. Ich bin davon kriegen wahrscheinlich. Fuck! Mann! Weiß nicht, warum ich diese Abkürzung überhaupt nicht leiden kann. Haut doch den Fahrfluss komplett zusammen. Jetzt ist der erste Platz irgendwie ins zweite Ferne gerückt. Ja, das könnte man noch hinkriegen. Wir können nicht mehr bekommen. Was nicht ganz so funktioniert hat wie geplant. Die Abkürzung noch mal so gehen, aber. Zweiter. Aber wenn ich den Typen jetzt nicht irgendwie gerammt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich viel zu schnell wieder dran gewesen. Zum Muscle Car Freak. Also, hat mir Firefly, ich will auch einen Firefly fahren. Da hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht dabei. Oh gut.
Erfahrung haben wir gekriegt. Zweites Rennen. Und ja, also, ich fahre mit dem Häusl weiter. Firewood Motor Center, Kurzstrecke umgekehrt. Das ist die Kurzstrecke umgekehrt, ja. Mal Gas, jetzt habe ich nicht geschaut, ob da viel Asphalt oder Kies ist. Das Asphalt ist mir ja wesentlich lieber. Normalerweise, da weiß ich, ich kann pressen, das ist auch. Oder halten die Reifen, wenn ich am Anfang ziehe, dann kann ich schon los. Schön innen vorbei, jawohl. Scharfe Kurve. Ah, fuck, ich habe mir die Strecke vor nicht angeschaut. Auf dem Bild. Lassen wir das mal so. Solange ich ja vor mir fahre, sehe ich eh halt nicht wieder hinschaut. Ah, die kenne ich nicht. Ich bin schon mal gefahren. Letztes Mal, wie ich gefahren bin, ist nur die Gegenstrecke. Haha, rausdrehen! Schaut schon gut aus. Auch wenn der andere nur 16 Zentimeter ist. Ich weiß nicht, ich sehe, aber ich glaube, ich bin nicht gerade. Ja, wieder. Ich habe jetzt wirklich nämlich gerade überhaupt keine Zeit daraus zu schauen, was da wo ist, weil ich muss noch gern lenken. Eine halbe Sekunde, okay. Vom Gas runter, Kurve, Gas geben. Vom Gas runter, ich habe auch Bremsen. Jetzt ohne Bremsen. Der hängt mir auf 3 Zentimeter dran. Fehler darf ich anmachen. Schon mal gut, wenn ich nicht ins Bankett rauskomme. Wenn wir schnell wieder am Asphalt sind. Jawohl! Erster! Da, 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 da. Knapp. Aber. Okay. Geht. Rennen Nummer 3, 180 von 400 Punkten, weil wir jetzt halbwegs so 1, 2, 3 bleiben, geht da schon was. Northland Raceway, innere Schleife, umgekehrt. Ich habe wieder die Strecken nicht angeschaut. Ah, da oben. 2 Schaffe, 3 Schaffe. Beim ersten Mal losfahren bin ich sowieso nicht der Erste, der habe ich gesagt. Das heißt, ich habe eben vor mir. Ich würde gerne schon sehen, wo die hinfahren. Was hasse ich, wenn der Asphaltweg weitergeht und ich so einen Schotterweg auf. Das hat mich total irritiert, habe ich gesagt. Ja, das ist mir lieber wurscht. Egal, ich nehme ab. Verpiss dich da. Ja, da muss ich eine Kurve kommen, ich hoffe. Ah, gefunden! Nächste. Das ist eine Leibwand, dass man sich jetzt ran touchieren kann. Das Problem ist nur, wenn ich zuerst sein sollte, habe ich ganz dran touchiert. Dann muss ich das wieder komplett anders fahren. Also so weniger aggressiv in der Kurve. Naja.
Auf die Bremse, Kurve, Gas. Beschleunig wieder, du Heiro. Jetzt sehen wir schon viel. Oh, ui. Hier gleich ein Bam mitgenommen. Oder wie kommt man denn näher ran? Dass das Spiel so schneller ist, das immer. Nein! Der hat mehr Höchstgeschwindigkeit. Wenn ich beide Gas gebe, ist er schneller. Fuck. Was mach ich? Ja. Ein bisschen ohne Bremsen und ein bisschen mehr in die Kurven legen. Das ist wirklich nicht mehr in die Bremsen halten. Also. Schon gewaltig in die Kurven. Ich glaube und fühle, er ist eine bessere Runde besser als seine. Problem an der Sache. Das hilft mir jetzt gar nicht so aus. Ich kriege ihn zur Wand. Na, er kriegt mich an die Wand. Na, ja, ja. Dreh dich ein. Und jetzt Gas. Gummi. Go. Na. Nein, warum? So ein Schlauch. Nein! Bah, das gibt's ja nicht. Kriegst du den Antrottel, den Flein weg, ja, kommt der andere dahergefahren. Ja, beste Runde, 1-10 habe ich gehabt, ja. Das darfst du auf dich geben. Ich hätte ruhig Spiel schauen sollen, wo der kommt mit dem Blocken. Gut. So, das ist auch okay. Jetzt nochmal eine Glanzleistung. Dann haben wir da wieder auch schön viele Punkte. Pine Hills Raceway, kurze Strecke. Schaut aber. Halb, Kiesasphalt. Gleich nach dem Start eine massive Rechtskurven. 180 Grad. Gut. Dann früher. Berühmt sie nicht zum Turbo starten für Mario Kart. Genau das wollte ich. Voll ausbremst werden von denen und um die Kurve. Ich habe ja einige Plätze gut gemacht. 10, vielleicht unter Mama. Okay. Auch der Lager um die Kurve. Ziel reingeht. So, jetzt schauen wir, was wir noch gut machen können. Wir haben noch 2 Runden. Nein, der hat mich auch. Fuck. Dessen probiere ich das die halbe Zeit nicht mehr rausdrängen, weil das selber dreht sich auch so stark ein. Das schaut jetzt nicht aus.
meinte es nicht gut. Geh weg. Geil, muss man aufgeführt in der Beschleunigung, aber die Kurve da ist immer sehr ausschlaggebend. Da kommen immer rechts nach vorne, da bremsen sich alle zusammen, Vollgas. Na. Weiter. Nee. Jetzt ist vorbei. Eine Scheiße. Jetzt ist Center. Ja. Vierzehnter von 16 oder so ein Scheiß. Gibt's denn da jetzt noch? Gibt's überhaupt noch Punkte für das, für die Leistung? Nee, 270 ist wenig. Gut! Probieren wir beim nächsten Mal gleich nochmal mit getuntem Auto nochmal und dann rocken wir das. Sehen wir sich beim nächsten Mal nochmal das gleiche. Lassen wir jetzt keinen Ruck. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!